Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Viel weiß man noch immer nicht über die Hintergründe des Angriffs auf den Regionalzug bei Würzburg von Montagabend. Man gehe von einem Einzeltäter aus, sagt Bundesinnerminister de Maizière am Mittag in Berlin. Unklar ist allerdings, welche Rolle die Terrormiliz IS gespielt hat. Hinweise darauf, dass der IS das Attentat angeordnet habe, gebe es nicht. Noch nicht einmal die Identität des Attentäters ist eindeutig geklärt. Frankfurt Flughafen, Angehörige der Opfer aus Hongkong sind gelandet. Ihr Ziel Würzburg, die verletzten Familienmitglieder besuchen. Zwei Opfer schweben noch in Lebensgefahr. In Berlin informiert der Bundesinnenminister das Kabinett. Polizei und Nachrichtendiensten war der Täter nicht bekannt, sagt de Maizière. Er nennt den Angriff einen brutalen Akt wahlloser Gewalt. War ein Anschlag, ein Attentat eines Einzeltäters, aufgestachelt durch die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates, vielleicht inspiriert durch den sogenannten Islamischen Staat. Es ist vielleicht auch ein Fall, der so im Grenzgebiet zwischen Amoklauf und Terror liegt. Das Bekennervideo sei authentisch, so de Maizière. Hinweise auf eine Anordnung des IS enthalte es nicht. Der junge Mann stieß Drohungen aus. Sein Dialekt nährte Zweifel, ob er wirklich Afghane war oder aus Pakistan stammte. Die Zweifel kann de Maizière nicht ausräumen. Ein Antrag auf Familienzusammenführung habe sich aber auf Afghanistan bezogen. Der Attentäter galt als gut betreut. Was lief also schief? Der Innenminister sieht die große Zahl unbegleiteter Minderjähriger mit Sorge. Erstens geben sie sich in besondere Lebensgefahr. Zweitens ist bei Minderjährigen die Gefahr einer Traumatisierung durch die Erlebnisse auf der Flucht größer als bei Erwachsenen. Als Konsequenz aus Würzburg spricht sich de Maizière für mehr Videoüberwachung aus und mehr Polizei. Sein Vermögen gibt er mit 10 Milliarden Dollar an und die USA sollen wieder die große Weltmacht werden. Donald Trump liebt Selbstdarstellung und markige Worte. Bislang ist der 70-Jährige damit ganz gut gefahren. In der vergangenen Nacht wählte ihn die Republikanische Partei zum Präsidentschaftskandidaten. Trump wird damit der Herausforderer von Hillary Clinton, die wahrscheinliche Kandidatin der Demokratischen Partei. Arizona liefert 58 Stimmen für Donald Trump, sagt er, für den nächsten Präsidenten der USA. Ein Bundesstaat nach dem anderen gibt seine Stimmen ab. Fast immer haben die Trump-Fans im Saal Grund zum Jubeln. 50% der Delegiertenstimmen brauchte Trump gestern Abend. Über die Schwelle hob ihn sein eigener Heimatstaat. Dessen Stimmen verkündete Sohn Donald Jr. Es ist mir eine Ehre, Donald Trump die Mehrheit zu bringen, mit 86 Delegierten aus New York. Glückwunsch, Papa, wir lieben dich. Dann sprach Trump selbst, zugeschaltet aus New York. Dies ist eine Bewegung, aber wir müssen sie bis zum Ende führen. Ich bin so stolz, der Präsidentschaftskandidat zu sein. Ein Parteitag als Familienfeier. Am Abend traten gleich zwei der Trump-Kinder mit Reden auf. Ihr Vater holte weit mehr Stimmen als nötig. Alle Versuche, seinen Siegeszug in der Partei doch noch zu verhindern, sind gescheitert. Am Donnerstagabend wird er die Nominierung hier in der Arena offiziell annehmen. Sie galt als EU-Befürworterin, trotz ihrer EU-kritischen Haltung. Als neue britische Premierministerin musste Theresa May den Brexit jetzt umsetzen. Eine erste Konsequenz: Ihr Land wird die EU-Ratspräsidentschaft nicht wie vorgesehen im zweiten Halbjahr 2017 übernehmen. May habe EU-Ratspräsident Tusk darüber bereits offiziell informiert, hieß es aus Brüssel. Um den EU-Austritt Großbritanniens wird es am späten Nachmittag sicher auch in Berlin gehen. Dort empfängt nämlich Kanzlerin Merkel ihre britische Amtskollegin zum Antrittsbesuch.
Es ist eine ordentliche Kurskorrektur, die die IG Metall in der Rentenpolitik fordert. Aus Sorge vor wachsender Altersarmut hat die mitgliederstärkste deutsche Gewerkschaft heute in Berlin ihr Modell der solidarischen Altersvorsorge vorgestellt. Sie schlägt darin unter anderem eine Beitragspflicht auch für Selbstständige, für Freiberufler und Beamte vor, sowie Betriebsrenten für alle Arbeitnehmer. Das sorgenfreie Rentnerleben. Laut einer Umfrage der IG Metall sind 2/3 der jetzt Arbeitenden allerdings skeptisch, dass so ihr Lebensabend aussehen wird. Die Gewerkschaft fordert deshalb in ihrem Konzept eindringlich, die Absenkung des Rentenniveaus zu stoppen. Das heißt, das Rentenniveau muss stabilisiert werden. Es muss langfristig wieder an die Lohn- und Gehaltsentwicklung angekoppelt werden. Und auf lange Dauer finden wir auch, wir brauchen wieder eine Erhöhung, damit Lebensqualität im Alter für viele wieder möglich wird. Weitere Vorschläge, betriebliche Altersvorsorge auch für kleinere und mittlere Unternehmen. Und die IG Metall fordert eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen müssen, auch Selbstständige, Freiberufler und Beamte. Ein Punkt, der nicht überall auf Gegenliebe stößt. Das Problem dabei ist, dass wir Selbstständigen dann jahrzehntelang einzahlen würden. Das Geld würde an die jetzigen Rentner umverteilt für soziale Wohltaten. Und wenn wir dann selbst in Rente kommen und auch die Angestelltengeneration mit uns, ist dieser einmalige Effekt verpufft und es treten dann genau die Szenarien ein bei der Rente, die heute schon prognostiziert werden. Das halten wir nicht für eine verantwortungsvolle Politik. Finanziert werden soll das Reformprogramm der IG Metall durch Steuern und höhere Beiträge. Diese zu zahlen, dazu wären zumindest laut Gewerkschaft viele Menschen auch bereit. Eine frühzeitige und nachhaltige Integration von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, hat sich die Politik auf die Fahnen geschrieben. Dazu sollen zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten beitragen. Seit Dezember vergangenen Jahres werden Flüchtlinge auch in den Bundesfreiwilligendienst eingebunden und das mit großem Erfolg. Mehr als 1.000 von ihnen engagieren sich mittlerweile in sozialen Einrichtungen. Safar ist 26 Jahre alt und Mathematiklehrerin. In dem Kulturcafé einer Hamburger Schule betreut sie Kinder, darunter auch Flüchtlingskinder. Safar ist selbst eine Geflüchtete. Sie kommt aus Syrien und sie absolviert seit dem 1. April den Bundesfreiwilligendienst. Die Arbeit in dem Café hilft ihr. Ich lerne Deutsch sprechen mit Leuten, nicht in der Deutschkurs. Im Deutschkurs wir haben Rules und Grammatik, aber vor Sprechen, das ist gut. Sleyman Askor ist einer von 1100 Freiwilligen bundesweit und arbeitet im Büro einer Vermittlungsstelle. Er erklärt seinen Landsleuten aus Syrien, wie der Bundesfreiwilligendienst funktioniert. Okay, kann ich vielleicht ein bisschen auf Arabisch das Projekt erklären? Vormittags Integrationskurs, nachmittags Bundesfreiwilligendienst. 195 Euro bekommen die Geflüchteten. Das Interesse ist groß. Es fehlen uns Einsatzstellen. Es fehlen Stellen, die einen geflüchteten Menschen, einen Bundesfreiwilligen bei sich sozusagen aufnehmen und ihm die Chance geben, sich hier in unseren Alltag zu integrieren. 3 Jahre dauert das Projekt Bundesfreiwilligendienst Welcome. Für Menschen wie Safar die Chance, in Deutschland heimisch zu werden. In Zukunft möchte sie auch hier als Lehrerin arbeiten. Und noch die Wetteraussichten. Heute Nacht von Westen her heftige Gewitter. Morgen im Nordosten noch überwiegend sonnig, sonst wechselhaft und immer wieder unwettiger, wetterartige Gewitter. 22 bis 31 Grad. Und wir melden uns wieder um 15 Uhr mit der Tagesschau. Bis dahin.